Rennen. Und ich habe jetzt gerade den Namen nicht gesagt, der Strecke ist egal. Ihr fahrt auf jeden Fall in so Maya-Dingsbums-Rennen. Ist der, gibt es die Firma überhaupt noch? Ich habe von der nie was gehört. Auch in dem Spiel wusste ich gar nicht, dass es die gibt. Aber ich finde, der sieht schon geil aus. Der Wagen ist mal irgendwie, sieht ein bisschen anders aus als das normale. Oh ja, wir fahren jetzt am Strand. Am Strand. Das Coole ist, wir müssen halt hier starten wir mal an dem Platz, wo wir auch in der Meisterschaft sind. Wir haben auch keine Cockpit, okay. Hör mal durchzudrehen, meine Gott. Meine Gott, ey, da drehst du durch. Aber wieder ein bisschen Lex, weil da fünf Gegner da sind. Und die Musik ist aber so schön angepasst an die Umgebung. Ich liebe es, ey. Hier war noch Liebe. Hier haben sie noch Liebe reingesteckt, die netten. Ja, die Speed-Entwickler. Das ist mir eigentlich egal, wenn man nicht erst in der Meisterschaft zeige ich euch die Strecke eben nochmal so. Die wir eigentlich da fahren könnten. Obwohl, den muss er erst freischalten. Ah, fuck. Shit. Naja, hat ja super geklappt. Fuck. Entschuldigung, aber fuck. Na, geh doch weg da. Yo. Mann, ey. Schubst mich doch nicht so. Geilen Staubwolken und ihr werdet in Need for Speed 4 sehen. Die sehen nicht groß an. Alter, ihr habt sie doch echt nicht mehr alle. Mann. Ja, geht nicht Neustart? Ah, in der Meisterschaft kann man das eben nicht. In der Meisterschaft darf man nicht neu starten. Oder geht es jetzt oder jetzt erst? Nee. Echt nicht? Nee, man kann nicht in der Meisterschaft neu starten. Okay, das ist wirklich ein knallhart Rennen-Action. Wenn man es einmal vergeigt in der Meisterschaft, dann hat man es vergeigt. Naja. Mann, jetzt hört doch mal auf. Ich muss da mal vorne wieder aufschließen, die Pfosten. Kann ich echt nicht neu starten? Nee, schade. Ja, zurück zum System, sicher. Und ab jetzt in die Maya-Tempel. Hier überschlagen sich sehr gerne Gegner und das kann man auch sehr gut ausnutzen. Hier kann man die Säcke in die Wand schubsen. Mann, komm. Dann überschlagen die sich ziemlich leicht. Ach ja, ich wollte sagen, wir spielen gerade Minecraft. Nein, natürlich nicht, aber. So, jetzt holen wir auch wieder ein bisschen auf. Ich glaube, sowas wie ein Gummiband-Effekt gab es hier in dem Spiel auch schon. Ja, naja, das kann man irgendwie. Kriegt man irgendwie nie weg. Das hat irgendwie jedes scheiß Rennspiel hat einen Gummiband-Effekt. Zumindest alle Action-Rennspiele. Und Need for Speed 2 war ja, denke ich mal. Ist ein Action-Rennspiel, keine Simulation, denke ich mal. Obwohl, soll es eine Simulation sein? Ne, ich denke mal nicht, wenn man durch Maya-Tempel. Jetzt kisch dich da! Maya-Tempel. Ja, tschüss. Scheiße, wenn man nicht fahren kann. Ja, ihr seid auch Profis, danke. So, zweiter. Gibt's nur noch einen Gegner. Ja, komm rum. Hier kommt auch immer so cool hier rechts über die Wiesen fahren und hier so springen, aber das endet meist, da könnten wir über die Kuppe hier springen, endet meist im Unfall und ich habe jetzt keinen Bock hier, die Karre zu zerlegen. Weil ich will jetzt eigentlich immer Erster werden. Ja, von Indigo ist Erster, aber klar, der hat am meisten Topspeed von allen. Aber ich finde den von Optik einfach scheiße, deswegen fahre ich den nicht, so. Hör auf zu lenken, nur weil Gegner aufholen. Danke. Das Lustige ist, ich habe immer noch eigentlich über 25 Frames habe ich immer noch. Und dann leckt schon. Müssen wir überlegen. Aktuell Spiele... Fuck. Entschuldigung. Lecken nicht damit mit 25 FPS. Eigentlich nicht. Nee, da kann man es eigentlich noch recht gut spielen. Das Spiel hier im Gegensatz zum nicht... Aber ich glaube, ich bin eh ein bisschen, der kann nicht die richtigen FPS-Zahl rauskriegen. Weil das Spiel läuft nicht mit 30 oder 60, ne. Nicht zu dem Zeitpunkt damals, das klappt nicht. Oh, shit. Das geht auch, gut zu wissen, dass ich die Klippe runterfallen kann. Schön, dass ich jetzt Letzter bin. Oh, ich bin so ein Profi, ey. Mann, so lange das Spiel nicht mehr gespielt. Muss ich mal wieder üben in der nächsten Zeit. Das Coole ist, das Spiel konnte man schon online zocken. Das ist schon ganz toll. Hallo! So überholt man heute Tag. Mann! Natürlich nicht, wenn man so Pfosten als Gegner hat. Ich glaube, ihr werdet die letzte Strecke nicht sehen. Es tut mir sehr leid. Weil wir können ja leider nicht neu starten und ich war die ganze Zeit auf die Nummer. Nee. Geh weg. Wo? Sag mal! Wie die alle nicht einfach nicht fahren können, das ist zum Kotzen. Ich stell mal die Karre neu hin, danke.
Ah, es kommt noch Strecken, die kann ich besser. Naja. Ich kann sie fahren. So. Jetzt gehen. Ich liebe diese realistische Unfallphysik. Hatte ich das schon mal gesagt? Und nochmal. Naja, gut. Meisterschaft Sieg ist abgehakt. Weil die meistens die Ersten auch Ersten bleiben. Die meisten die ganze Mannschaft über. Also, das Spiel, sortiert sich schon ziemlich von früh selber. Ist nicht viel mit Zufall zu tun, Mann! Komm! Ging doch gerade auch so schön. Und mir ist gerade aufgefallen, der Spoiler klappt hier echt aus. Ich hab gedacht, der wäre die ganze Zeit ausgeklappt. Aber der klappt aus. So, komm, Gummiband-Effekt. Sei auf meiner Seite. Naja, ist er. Oder will ich jetzt nicht so übel rankommen? Wow, das war knapp. So, jetzt hier außen vorbei. Ganz elegant. Anbremsen. Weil die Karlan so schön driftet, jetzt hör auf damit. Ich will mir dieser komische Konzept auf dieser schwarze und der gelbe gerade. Die sehen von vorne übelst aus wie ein BMW. Dann habe ich auch ganz gedacht, das ist ein BMW-Verschnitt einfach nur. Nein, ich wollte ihn doch nur. Oh Mann, komm. Nein, jetzt hört auf. Ich bleib vor euch. Kannst aber schön weiter träumen. Einfach mal vom Gas gehen geht auch. Man muss ja nicht überbremsen. Komm. So. Jetzt hier gibt es einen schönen Battle mit dem Jaguar X jetzt zum 20. Es gibt einen schönen Battle, habe ich gesagt. In die Wand, ja, danke. Oh. Das hat sich jetzt gelohnt. Na komm! Oh, hör doch auf durchzudrehen. Manu. Nicht schön. Komm, kisch dich. Kisch du dich auch, komm. Komm. Nein! Sag mal. Ihr seid doch alle strunzdoof. Hallo, hör auf durchzudrehen. Die KI ist wirklich dumm. Spawn fährt direkt wieder gegen jemand. Auch egal. Obwohl ich sagen muss, die KI ist ja nicht unbedingt total beschissen. Die fährt eigentlich gut und macht auch Fehler. Ist sogar KI besser als manche KI in Gran Turismo 5. Boah, ja, bremst doch ab hier. Mann, dieser Sonntagsfahrer. Sorry, ich fahre mir ziemlich einen Schrott zusammen. Und da überschlägt sich gerade jemand. War übelst. So, Platz 4. Und 2. So, schaffen wir jetzt. Jetzt fahren wir hier mal ein bisschen besser, ohne jetzt mal hier scheiß Unfälle zu bauen. Ich gehe jetzt einfach mal vom Gas. Dann wird die Karre nämlich ziemlich schnell langsam und dann kann man die Kurven sehr gut fahren. Das war zu zügig. So, jetzt habe ich ihn wieder. Komm. Nein, lass es doch. Du bist doch blöd. Ah, du scheiß Vortyp. Ja, geil. Ja, komm, fuck. Na, oh, nö, lass es. So, der vorne ist schon mal ein bisschen aus dem Weg geräumt, Idiot. Mal wieder aufholen, wieder rankommen, wieder aufholen. Oh, oh, das war knapp. Ich hätte nämlich beide schön mitkicken können. Mitkicken können, wie war das nochmal? Ja. Profi. Nannte man mich auch. Jetzt wird hier Ford wieder vor mir, toll. Aber die beiden kloppen sich schön, die kommen sich nämlich gerade nicht in die Quere. Ja, solange sie mir nicht in die, oh, in die Quere kommen. Na, oh, lass es doch, ey, du bist doch blöd. Diese aggressive KI.
und dieser aggressive Fahrer, der gegen die KI fährt. Was ein Idiot, der kann überhaupt nicht fahren. Er fährt man etwas wie zwei, das hat eine Engine, eine Fahrphysik wie das Mario Kart, selbst noch realistisch. Es rutscht nämlich ganz gewaltig, die Autos hier. So, jetzt nochmal richtig ran. Da hat sich der Ford hat sich überschlagen. Denn Nein, komm. Bein kriege ich noch. Och nö. Nur weil die echt solche Assis sind vom Fahren her, dass sie mich in jeden scheiß Stein reinschubsen. Komm, zieh. Noch übelste Aufholjagd. Nein! Alter, ihr seid doch echt blöd wie Stroh. Fünfter, toll, ich hätte Dritter werden können. Nur weil die KI mich so übelst immer vorab abfuckt, ey. Boah. Gott. Schön, mir egal. Vierter ist immer noch. Geil. Naja. Lief ja super, das Rennen. Nächstes, bitte. Jetzt auf C-Klasse oder sind wir immer noch B? C, jetzt sind wir C-Klasse, okay. So, Ferrari 355 F1, Mustang, Esprit. Ich glaube, ich nehme den hier, weil den finde ich einfach geil von Optik her. Das ist Ital-Design. Ich glaube, der wird mit Lamborghini wurde zusammen produziert. Wir nehmen den natürlich auch in Gelb. Und die nächste Strecke ist North Country. Wir fahren also in den Bergen. Jetzt kommt, glaube ich, auch Gegenverkehr. Heißt also, die Gegner machen jetzt öfters mal Fehler und bauen öfters mal Unfälle. Weil die natürlich jetzt öfters mal ein Auto küssen. Die sind aber zum Glück nicht unbedingt hinderlich, weil die lassen sich ziemlich gut aus dem Weg schubsen. So, warten wir mal. 3, 2, 1. So. Vom Gas runterkommen, damit die Reifen nicht durchdrehen. Jetzt hör doch mal auf! Nö, dann dreh durch. Gut, auch okay. So, ja, kurz kleine minimale Lecks am Anfang. Da kann ich aber nichts für. Das ist einfach die Engine, die hier mit Win 7 und... Sag mal, es kann doch nicht euer Ernst sein, oder? Okay, echt nicht... Nein, ich kann echt nicht neu starten. Ich werde direkt zum Anfang hier durchgeprügelt. Oh Mann. Es ist lustig, dass man in der Meisterschaft die Rennen nicht neu starten kann. Aber warte mal. Vor mir ist der Fahrer Crash. Ja, kein Wunder, dass ich ab. Oh, wir fahren in die Kinderwelt. Ist sogar auf Deutsch. Ja, die haben sogar hier noch die ganzen Schriften in dem Spiel in Deutsch umgeändert. Ja. Das sollten sich aktuelle Hersteller auch mal Gedanken machen. Ah! Das war ein bisschen schnell. Komm. Jetzt kommen, glaube ich, gleich die ersten Gegner. Hallo. Gegenverkehrautos meine ich. Komm. Obwohl, warum fährt hier kein Gegenverkehr? Normal sollten die Autos rumfahren. Normal fahren Autos rum. Warum die jetzt nicht an sind, keine Ahnung. Ich gucke gleich mal in den Optionen, ob die vielleicht ausgestellt sind, zufällig. Das kann nämlich sehr gut sein, weil normal hätten schon die ganze Zeit ab und zu Autos fahren müssen. Ich gucke gleich mal in den Grafikeinstellungen. Kann sein, dass die aussehen ausgestellt sind. Dass das Spiel das von Anfang an gemacht hat, warum auch immer. Jetzt hört... Oh, Alter, ihr seid doch... Mann! Kriegt ein Leben, ihr Pfosten! Oh. Sorry, das regt aber echt übelst auf, wenn die KI hier Scheiße baut. Naja, ihr wären nochmal überall Autos, aber... Naja. Haben wir jetzt gerade halt keinen Gegenverkehr. Muss ich den gleich noch einstellen, ist irgendwie ausgestellt worden. Warum auch immer. Zack.